Seit 17 Jahren hilft die Rettungshundestaffel Weser-Ems mit Sitz in Bad Zwischenahn dabei, Menschenleben zu retten. Jetzt gibt es einen neuen Erlass des niedersächsischen Innenministeriums, der das aber vorerst unmöglich macht. Die Zertifizierung soll eigentlich die Qualität von Rettungshunden sichern. Für die Hunderettungsstaffel kommt das aber zurzeit einem Einsatzverbot gleich, denn die ehrenamtlichen Helfer haben kein Zertifikat. Ich habe gedacht, da stürzt eine Welt ein. Also das kann alles nicht gewesen sein, was ich da höre. Und dass unsere, vor allem, dass unsere Arbeit mit einmal weg war. 17 Jahre, also fast 17 Jahre umsonst. Das war also das Schlimmste eigentlich für mich. Vorsitzende Heike Haag investiert gemeinsam mit ihrem Team viel Freizeit und Energie in die Ausbildung ihrer Rettungshunde. Die Hundeführer konnten in der Vergangenheit deshalb schon vielen Menschen im Ernstfall das Leben retten. In der Türkei suchten sie zum Beispiel nach Überlebenden einer Erdbebenkatastrophe. Obwohl die anderen Kräfte schon aufgegeben hatten, konnten wir noch mit unserer Staffel einem kleinen Jungen das Leben retten. Ismail hieß es, werde ich nie vergessen. Auch wenn die Hundeführer im Moment nicht zu Einsätzen fahren dürfen, trainieren sie trotzdem tapfer weiter für den Ernstfall. Aufgeben kommt für sie nämlich nicht in Frage. Die Hunderettungsstaffel arbeitet sehr professionell. Ein Einsatz läuft so ab, die Polizei fordert uns an oder die Hilfsorganisation, wie zum Beispiel die Feuerwehr bei Großeinsätzen. Dann alarmiere ich die Gruppen, die Gruppenführer, und die alarmieren dann ihre einzelnen Hundeführer. Wir treffen uns an einem bestimmten Punkt, den ich angebe, und von da aus werden wir von der Polizei instruiert, wo wir zu suchen haben und was wir zu suchen haben. Nicht nur die ehrenamtlichen Helfer bedauern, dass ihnen die Hände gebunden sind, auch die Polizei Oldenburg verzichtet nur ungern auf einen verlässlichen Partner. Wir bedauern, dass wir die Rettungshundestaffel Weser-Ems derzeit nicht einsetzen können, denn die Arbeit war gut und auch sehr erfolgreich. Wir haben den Blick aber schon nach vorne gerichtet. Ich hoffe, die Staffel auch, weil wir sind interessiert daran, da eine Zertifizierung zu erreichen und arbeiten an der Thematik und hoffen, dass sich das dann bald wieder ändert. Die Staffel hat inzwischen Kontakt zum niedersächsischen Innenministerium aufgenommen. Dort haben sie erfahren, dass es 6 Organisationen gibt, die sie prüfen können. Sie sind im Gespräch mit dem Technischen Hilfswerk und wollen voraussichtlich im April die Prüfung ablegen, um dann mit der neuen Zertifizierung wieder Tag und Nacht zur Stelle zu sein.